Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute Kiss, Marry, Kill, Anime-Mütter Edition. Baby! Dennis, bitte, bitte. Ich habe mir da ein bisschen was ausgedacht, nicht, dass wir jetzt... Wir haben auf diesem Kanal schon ein bisschen was gehabt. Waifus, Husbandos. Ihr könnt ja schon mal raushauen. Einfach vorweg, eure Lieblings-Anime-Mutter. Aber geh nicht auf Mutter. Wer ist dein generell Charakter magisch oder weil die krass aussehen? Welche würdest du auseinandernehmen? Erens Mutter? Glaub mir, Mutter von Nami. Ja, ein Schuss, beide. Okay, wir haben Erens Mutter, wir haben Yor und wir haben Rengokus Mutter. Rengokus Mutter ist ein bisschen, sag ich ehrlich, Wallah, ey, ja, macht man nicht. Weil die tot ist. Ja. Ich mach die. Achso, ja, weil auch Rengoku tot ist, deswegen. Ja, aber ich mach die wieder lebendig. Hast du da Drainbolts oder was? Ich würde nicht mit Yor gehen, weil das ist die einzige, die da gefährlich ist. Weißt du, die zerstört Autoreifen danach. Das ist ja dramatisch. Aber wenn du sie liebst und sie dich liebt, dann ist doch. Ja. Ich gehe mit Mary, mit ihr, weil die mich beschützen kann. Mhm. Weil du weißt ja, wie ich bin. Erens Mutter, die wird gefressen, die ist raus, die will ich dann töten. Aber da ist eine, die ist schüchtern. Ich mag das. Die ist so eine ruhige. Ich lasse mein Herz lodern. Leute? Ja. Auf jeden Fall, ich bring die um. Leute, ist ein Mann. Das ist Yor. Bruder, ja, du bist immer noch bei Bruder. Komm runter. Das tut dir nicht gut. Ich mach so sogar, Drive-By. Erens Mutter, ich nehm den übrig gebliebenen Unterkörper. Ich sprich kurz einfach um Drive-By. Kannst du nicht normal, geht das nicht. Kommt heftiger. Okay, Erens Mutter lässt du zur Hälfte kaputt? Nein, ich nehm ihren Unterkörper. Okay. Übrig geblieben ist. Ja. Das ist krass. Und bei Rengokus Mutter heiratest du? Auf jeden Fall. Okay. Ich mach ihm ein paar neue Söhne. Alter, das ist so bodenlos, Guys. Das ist so eine dreckige Edition. Das geht gar nicht. Aber ich lieb's. Ich heirate Yor, küsse Rengokus Frau und Erin, sie ist ja schon tot, also. Ja, ist halt so, wie es ist, ne? Falls euch dieses Format gefällt, lasst gerne ein Abo auf dem Kanal da. Wir sind auf dem Weg zu 10.000 Abonnenten. So. Digga. Ich hab wow. Die Linke sogar von, ich weiß auf welchem Anime, aber ich. Ist alles Fairy Tail. Ich weiß schon, wenn ich erst noch nehme. Boah. Ich weiß auch. Okay, dann lass mir. Wobei, nee, ich hab mich gerade umgedreht. Ich fange an. Boah, ich hab eine Schwäche für Rothaarige eigentlich in Anime. Lucys Mutter töte ich. Obwohl blond ist eigentlich. Boah, den Schlüssel zu deinem Herzen. Aber ich will. Ich will erst, dass Mutter mit ihr feiern geht, Cocktail trinken. Die macht nur Probleme, die schlägt sich im Club. Die schlägt sich. Ja, aber ich mach immer mit ihr in eine Nacht. Und du holst Getränke, die kommst zurück, du hörst nur, während man droht, du weißt nicht, was abgeht. Lucys Mutter töte ich nicht, ich sag tschüss. Erstas Mutter lade ich auf einen Drink ein und Natsus Mutter kann meine Frau werden. Erstas Mutter ist tot. Mhm. Direkt. Natsus Mutter. Ich mit der machen werde. Jungs! Du wirst sehen, was ich mit dir mache. Jungs! Natsus Mutter, ich zeig dir ein Feuersamen da. Lucys Mutter heirate ich. Warum? Ihr Mann hat Geld. Aber du bist dann der Mann! Ja. Aber Scheidung kriegt immer Frau das Geld. Okay. Oh. Kleiner Disclaimer an der Stelle. Das Ganze ist natürlich ein Spaßformat, ne? Also. Nein, ich liebe sie ehrlich. Ich meine es ehrlich. Ich erkläre es sogar sehr simpel und einfach. Lucys Mutter heiraten, weil, ne, das ist die einzige, die da nicht aussieht, als würde die auch zu anderen gehen. Erstas Mutter würde ich eigentlich mehr als küssen wollen. Also ich kann nicht nur küssen. Das geht bei der nicht. Wenn ich mich küsse, ich breche die Regeln, oder? Ich mach zweimal. Nee, ich küsse nur Lucys Mutter. Ja? Und mach bei Natsus Mutter wegen Outfit und so, das gefällt mir, diese Assassin's Creed Odyssey. Ich mach griechisch-römisch mit der Mutter, dann ist vorbei. Ich mag das, wenn die rausguckt. Normale Erklärung, ich weiß nicht. Ja, ist normale Erklärung. Wir gehen rein in die dritte Runde. Das ist so gottlos, aber okay. Wunderbar. Was ist? Rechts ist von Gon, die Tante. Die in der Mitte wird wiederbelebt. Wiederbelebt? Ja. Die Regenkussmutter. Okay. Ah, die heiratest du in der Mitte? Auf jeden Fall. Okay. Ja, soll er machen? Ihr Mann. Ihr Mann war 5 Jahre weg. Die liegen zu Hause, ist nicht fremdgegangen. Ja, ist so gut. Deswegen heiratest du. Ich heirate die. Gons Tante würde ich nicht nehmen. Weil sie dir visuell nicht gefällt. Ja, ich mag keine zurückgegelten Haaren bei Frauen. Ist doch okay. Ich mag auch nicht, wenn die gegelt sind. Okay, aber ja. Ich hab ihren Anfang, die aus Beach. Die heirate ich. Weiß nicht, wie heißt die überhaupt? Naja, okay. Ich mochte sie, aber sie war sehr, sehr süß. Und die hat Halbblut in sich. Ich mach aus ihr Vollblut. Ist die... Also, nächstes muss sterben, weil aus mir erstmal gegeht hat, ist gottlos. Ja. Aber die hat auch keine Erfahrung. Ich brauche eine Frau, die auf einen Bullen reiten kann, weißt du? Du bist eine Kuh. Ey, Jungs, ich kann das nicht mehr bedeuten. Die in Mitte küsse ich nur, weil die hat so ein Matschgesicht. Ja, ist okay. Und links, oder?
als Traumfrau, oder ich muss heiraten. Mhm. Ich muss. Mhm. Find ich, die hat Familie verlassen für mich. Links heiraten, in der Mitte töten, rechts, weil ihr sie nicht genommen habt, ich gebe ihr einen Kuss. So Mitleid, also das ist doch schlimmer. Nein, nein, ich würde sie auch so. Mir gefällt sie visuell mehr als die in der Mitte. Bruder, das ist so, als wärst du in Amerika und du musst mit deiner Cousine auf Abschluss machen, so hast du gesagt. Ich bin nicht bei Sweet Home Alabama. Ich sag nur, mir gefällt, wie sie mit Gon umgegangen ist. Sie ist wahrscheinlich eine sehr gute Mutter. Wir machen ja hier eine Mutter-Edition. Und vielleicht treffe ich sie an der Bar ganz rechts und trinke mit ihr ein. Und in der Mitte ist er tot. Oh! Oh, und damit sind wir auch. Also, du hast auf Gott nur eine. Ich frage hier an die Jury: also, Isokus. Also Izuku Prime. Wir haben hier Izukus Mutter, Shotos Mutter oder Bakugos Mutter. Ist, Frage, Shotos Mutter, bevor sie von Endeavor psychisch ausgenommen wurde? Dann heirate ich Shotos Mutter, hab Bock auf eine wilde Nacht mit Bakugos Mutter und Izukus Mutter, ja, lass ich da, wo sie ist. Ich heirate Bakugos Mutter, wenn ich mit der ein bisschen rau umgehen kann. Ich mag das. Ich küsse Dekos Mutter im Prime. Ja. Und Shotos Mutter, die ist mir zu lieb. Okay. Shotos Mutter würde ich heiraten. Ich bin zierlich, süß. Ja. Bakugos Mutter töten und Dekos Mutter würde ich für eine kurze Zeit einen neuen Mann geben. Ich glaube, mit der Edition war auch das letzte Mal hier auf dem Kanal. Und damit, oh, wir kommen zu den Müttern aus Naruto. Ist das Hinata? Wir haben Hinata, wir haben Sasukes Mutter und wir haben Narutos Mutter. Warum sieht Sasukes Mutter auf dem Bild aber aus wie Sasuke mit Photoshop? Naja, weil seine Mutter ist halt seine Mutter. Sieht aus wie deine Mama. Ich heirate Kushina. Wer war das? Die Mutter von Naruto. Ich fand die übertrieben süß im Anime. Also mochte auch, wie sie drauf war und so. Steckst du währenddessen immer noch in Naruto drin? Also, das ist so geisteskrank. Ich lache euch. Also, Kushina wird geheiratet und ich muss sagen, Hinata hatte auch einen heftigen Glow-Up dann in Shippuden. Und in Boruto finde ich sie sogar eigentlich noch süßer. Boruto, da willst du selber diese Löwenfäuste machen und draufknallen auf die Airbags. Normal, weil ich weiß, was du meinst. Hinata küsse ich. Hinata küsse ich und Sasukes Mutter lasse ich im endlosen Tsukuyomi. Also ich heirate Hinata, ich mach dem Schuld. Er macht 96 Wege. Ja, ich kann mich so professionell, weil ich heirate Hinata, weil die ist krass. Mhm. Ich küsse Sasukes Mutter, weil die süß und boah, Sasukes Mutter, ich habe gar keine Verbindung mit ihr. Die sieht aus, boah, jetzt habt ihr keine Seele mehr, die hat nicht so gut Bild. Ich freue mich mit Sasukes Mutter an und dann bringe ich die um. Einmal ohne Argumentation, ne? Ich will nicht, einfach so. Ich will nicht mehr das Mangekyo haben. Okay. Ich will Hinata. Ja. Hinata will ich nehmen, weil die ist die Einzige, die noch lebt. Ja. Und die Mutter von Naruto würde ich küssen, um Hinata zu ärgern. 6 gehen wir in Runde 6 und wir kommen damit zu. Boah. Jetzt ich hab auf jeden Fall schon meine Abschlussliste gemacht. Ich bin gar kein. Doch, vertrauen. Wir haben dich alle im Griff. Also, ich sehe jemanden tot. Meine Gallagher geht auf jeden Fall gegen Chichi. Ja, und ich hoffe, die Dragon Balls finden sie nicht. Ich hoffe, nie mehr wieder gegen diese Dragon Balls. Mein Kindheitscrush war tatsächlich Videl, aber smart sein. Bulma ist reicher. Ich heirate Bulma und küsse Videl. Stopp, ich revidiere. Mit kurzen Haaren heirate ich Videl. Sie sah aus wie Gohan. Bulma sieht irgendwie immer jung aus. Ich weiß nicht. Ja, die hat doch Botox die super. Die wünscht sich doch alle 3 Jahre, dass sie 5 Jahre jünger wird. Ja, deswegen. Also Bulma heirate ich aus Prinzip. Videl finde ich sehr, sehr sweet. Mit der mal einen Abend, weißt du, Skyline Bar oder so. Chichi ist tot. Mhm. Die hat Gohan versaut. Mhm. Videl hätte ich auf einen Punkt genommen, weil Mr. Satan ist auch reich. True, smart. Auch reich. Aber wenn Gohan drin war, ich will nicht mehr rein. Aber Bulma war Vegeta drin. Das ist nicht so schlimm. Okay, aber Yamcha war auch drin. Der hat nur, wer heißt das? Angetäuscht. Der war nur dritte Base. Bei Videl habe ich Angst, dass Piccolo drin war. Der war Home and Run. Bei wem? Bei Videl habe ich Angst, dass Piccolo drin war. Er ist irgendwie zu sehr befreundet mit der ganzen Familie. Was passiert hier? Echt Reihenfolge. Okay, und du? Ich ziehe bei allen 3 Schürze an und koche für die. Ich mache Bettwäsche, alles sauber. Die haben alle ihre Männer im Griff. Ich habe Angst. Ich kann mich gegen solche Frauen nicht durchsetzen. Wen würdest du im Club am ehesten antanzen? Am ehesten, alle 3 echt nicht hübsch, aber Chichi jung,
kann man auch mal so ein Klöpfchen geben und dann. Der hat Minecraft-Gesicht. Ich mach diese Club-Ding auf Arsch und geh weg und sag, boah, ich hab die auseinandergesetzt. Wenn du wüsstest, ich kann nicht erzählen. So, oh, okay. Ja, aber ich sehe schon Namis Mutter. Wir haben Namis Mutter, wir haben Robins Mutter und links ist die Mutter Sanji von Sanji. Weil ganz links habe ich Angst, dass wenn ich den Todesstoß verpasse als Ehemann, dass sie aus dem Bett nicht mehr aufsteht. Mary, Mary, auf jeden Fall Robins Mutter, ist geistkrank hübsch. Dann einmal, nur um was Neues auszutesten, Namis Mutter, nur was Neues. Ich glaube, es ist eine Erfahrung oder wert. Wir reden von Kiss, ich weiß nicht, was für eine Erfahrung du da machen willst. So ich finde schon so, Locke hinter Ohr und dann Küsschen. Mehr. Ich mag den Vibe von Namis Mutter, deswegen küsse ich sie auch. Ich gehe mit dir, Robins Mutter heirate ich. Finde die sehr, sehr attraktiv. Und Sanjis Mutter finde ich gar nicht so schlimm, aber ja, ich würde jetzt einfach mir... Also dadurch, dass ich Robins Mutter heirate, ist mir die Erfahrung mit Namis Mutter mehr wert als mit Sanjis Mutter. Ja. Also ich nehme die von RTL nicht direkt. Weil dir das krass, die nimmt mir noch mein Herz hier. Robins Mutter, ja, oder, ne? Mary und links. Küsschen auf Stirn. Okay, auf Bettdecke nochmal hochziehen. Auf süß, so locker. Okay. Alle erst Mutter. Erased. Und ganz links ist Silent Voice. Echt Mutter ist raus, weil die sieht als einzige nicht aus wie eine Frau auf diesen drei Bildern. Mitte heirate ich, weil die sieht aus wie eine Frau mit Klasse. Weißt du, ich hab den Anime nicht klasse. Ich hab Anime nicht geguckt. Und die linke ist arm. Ja, die linke, die sieht aber so ein bisschen. Ne? Nein, nein. So ein bisschen aus, so ein bisschen, dass die. Die linke ist bei mir tot. Ist die. Keine Ahnung, nein, die, linke ist, nett. Die linke ist tot. Ich frag nur. In der Mitte küsse ich und ohne Wenn und Aber, meine Pokémon-Community, meine Freunde bleiben bei mir, ich heirate Ash Mutter. Bei Persönlichkeit, mir. Ja, aber Bruder, nein, scheiße. Nee, finde ich nicht, ich finde die sogar sehr süß. Ich kill Ash Mutter, ich hole mir den Orden. Dafür musst du an mir vorbei. Ich habe sie gerade geheiratet, du musst an mir vorbei. Aber ich will Ash Gesicht, wie er nach Hause kommt. Ganz links heirate ich, heirate ich, die hat noch auf jeden Fall Potenzial. Wofür? Die ist doch Penner. Ja, deswegen wofür Potenzial. Die weiß schon. Sie die Leute, die den Anime gesehen haben, die haben den Anime gesehen, ihr wisst, was ich meine. Ich mag die, aber wegen ihr passiert zu viel Film. Ich mag das nicht in einer Beziehung. Ich würde die küssen und sagen, arrivederci. Würdet ihr sagen, das war eine solide Runde? Ich finde, wir haben uns benommen. Das war das Wichtigste bei diesem Format. War eine solide Runde hier. Ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, was eure aussieht. Der ein oder andere hat sich weniger benommen, der eine oder andere hat sich mehr benommen. So oder so, war auf jeden Fall sehr lustig. Schreibt in die Kommentare, ob ihr das cool fandet. Wenn ja, können wir das Ganze auch mit Husbandos vielleicht mal machen. Also mit Anime-Vätern. Am Ende muss gesagt sein, ich hoffe, euch geht's allen gut da draußen. Das ist das krasseste Outro, was ich je bei Anime gesehen habe. Lass mich doch! Nee, lass mich doch! Ich finde gut. Ja, aber lass mich neue doch. Wege finden. Ja! Je nachdem, wann ihr das Ganze gesehen habt, gute Nacht, guten Morgen oder guten Mittag. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt. Rein und zu Boy!